Dieser Mythos stimmt nicht, denn gerade in den letzten Angriffen hat sich gezeigt, dass diese durch relativ einfache Sicherheitsvorkehrungen hätten verhindert werden können. Die Unternehmen haben allerdings diese Vorkehrungen, sei es aus Zeit- oder Kostengründen, einfach nicht eingesetzt. Bei Datenlecks im Allgemeinen ist es oft so, dass die Fehler in der Implementierung und gar nicht in den Sicherheitsalgorithmen stecken. Ein gutes Beispiel dafür sind moderne Verschlüsselungstechniken, die, wenn sie richtig eingesetzt werden, auch von Nachrichtendiensten nicht geknackt werden können.